Hören Sie, Sir, wenn Sie aufhören, Autos zu zertrümmern, können wir zusammenarbeiten und ich helfe Ihnen, Ihre Maschine zu finden. In diesem Beamer-Test schauen wir uns den Apollo P60 von Ultimea mal genauer an und starten mit dem Unboxing und dem Aufbau. Danach folgt der Build, Gaming sowie Soundcheck und im Anschluss folgt die Bewertung der technischen Daten. Und zum Schluss gibt es noch sehr wichtige Hinweise, für wen dieser günstige 400 € Einsteiger-Beamer durchaus sinnvoll ist und wer auf jeden Fall die Finger davon lassen sollte. Packen wir den Beamer aus, haben wir mit dem Schaumstoff an der Seite auf jeden Fall eine echte TIE Fighter Optik, aber darunter befindet sich tatsächlich ein sehr hübsches Gerät. Schwarzer Klavierlack an den Oberseiten, schlichtes schwarzes Gehäuse, LED-Streifen in der Mitte, eine Chromblende um die Linse, alles wirkt hochwertig gearbeitet und sehr stimmig. Im Lieferumfang wird eine sehr gute 360 Grad Fernbedienung, HDMI, Audio sowie Stromkabel, Schraube zur Höhenverstellung, ein Staub und eine deutschsprachige Anleitung mit allen relevanten Infos dazugelegt. Auf der Unterseite finden wir 4 gummierte, aber nicht höhenverstellbare Standfüße sowie Gewinde zur Deckenmontage. Direkt unter der Linse sitzt ein weiteres Gewinde, um die Justierungsschraube für die Höhenverstellung einzudrehen. Auf der Rückseite befinden sich 2 HDMI, 2 USB, AUX sowie AV-Anschlüsse. Direkt daneben sitzt das hervorragende 2x15 Watt Soundsystem. Ja, und die Einrichtung ist denkbar einfach. Die Bildgröße entscheidet sich hier ausschließlich über die Distanz zwischen meinem Beamer und der Leinwand. Um meine 2 Meter Leinwand vernünftig auszufüllen, befindet sich der Beamer ca. 3 Meter entfernt. 2 Meter sind ein Mindestabstand. Bei einem Full-HD-Beamer würde ich die nur 1920x1080 Pixel auch nicht wirklich weiter strecken, weil das Bild natürlich mit steigender Größe auch immer körniger wird. Also einfach Beamer einschalten, kurz den Autofokus und die automatische Trapezkorrektur arbeiten lassen und schon seid ihr im Hauptmenü. Und die manuelle Bildjustierung ist via 6D-Trapezkorrektur auch absolut kein Problem. Ihr könnt euch bei Bedarf also einfach jede Ecke von eurem Bild schnappen und diese sowohl vertikal als auch horizontal ganz einfach einstellen. Das ist wirklich vorbildlich. Der Beamer hat kein Netflix, Amazon oder Disney Plus an Bord und daher würde ich auf jeden Fall mit einem Fire TV Stick oder mit einem Chromecast arbeiten. Mein Chromecast wird am HDMI-Anschluss einfach eingesteckt und los geht's. Hier nun also der Bildtest bei leicht abgedunkeltem Raum. Der Sound kommt übrigens ausschließlich aus dem extrem guten internen Soundsystem vom Beamer. Und beachtet bei so einem Video bitte, dass ich einen Bildschirm abfilme und ihr das Bild, was ich aufgenommen habe, ja nochmal über euren Bildschirm seht und das Ergebnis natürlich leicht verändert wird dadurch. Also stellt euch einfach vor, ihr seid dieser normale, lässige Typ auf der Verpackung, der Fußball in seinem Slimfit-Hemd schaut und der reingefotoshoppte Beamer an der Decke braucht natürlich kein Stromkabel und kein HDMI-Kabel. Ich hätte deine kleine Freundin töten sollen, als ich die Chance hatte. Was haben Sie gerade gesagt? Sieht aus, als hätten wir Konkurrenz. Bei einem taghellen Raum mit jeder Menge Lichtquellen sieht es übrigens folgendermaßen aus. Was für eine Maschine? Die Macht der Sonne, diese Macht in meiner Hand, sie ist fort. Hören Sie, Sir, wenn Sie aufhören, Autos zu zertrümmern, können wir zusammenarbeiten und ich helfe Ihnen, Ihre Maschine zu finden. Nun schauen wir uns im nächsten Schritt einmal an, was das Gaming auf der PlayStation 5 so kann. Sehr flexible Formation heute bei Ihnen. Ja, ein 5-3-2, also erstmal ein Ried. Das ist jetzt eine Chance. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden.
Der Lüfter ist dabei angenehm leise und liegt auf dem Level, ja man kann sagen, von einem Ventilator auf Stufe 1, also sehr unauffällig. Und bevor wir zum Fazit kommen, zeige ich euch noch das Screensharing sowie das Hauptmenü. Im Hauptmenü könnt ihr einfach die Eingänge auswählen, euer Handy spiegeln, Daten von USB-Sticks auslesen, das geht leider nicht via Kabel mit externen Festplatten oder dem Smartphone. Wir können Bluetooth-Lautsprecher oder Soundbars koppeln, ein Lagerfeuer oder schöne Landschaften unter dem Menüpunkt Atmosphere auswählen oder Einstellungen vornehmen. Das Spiegeln vom Handy ist dabei extrem leicht. Einfach Mirrorcast oder AirPlay auswählen und bei meinem Android-Smartphone einfach unter Einstellungen auf Smart View klicken. Nun wird das Handy hochkant oder quer gespiegelt und ihr könnt alle Inhalte auf dem Beamer streamen. Ja, die Einstellungen sind grundsätzlich spartanisch, aber ausreichend. Autofokus an, aus, Keystone-Korrektur, automatische Hinderniserkennung, LED am Gehäuse an oder aus. Es ist im Grunde alles, was man braucht, aber leider auch nicht mehr. So, jetzt kommen wir also mal zum Fazit mit meinem bewährten Punktesystem. Beachtet dabei bitte, dass ich die Bewertung immer in Relation zum Preis vornehme. Also, ich beantworte die Frage, was bekomme ich für ca. 400 Euro? Design und Verarbeitung vom P60 erhalten klare 10 von 10 Punkte. Das ist auf jeden Fall ein sehr gelungener, optisch einwandfreier Beamer. Die Einstellungen und die Bildanpassungsmöglichkeiten erhalten 8 von 10 Punkten. Ich habe genug Optionen, um mein Bild sauber den Bedingungen anzupassen und kann den Beamer an der Decke oder stehend als Front- oder Rückprojektor nutzen. Ja, die Helligkeit ist mit 900 ANSI-Lumen leider absoluter Durchschnitt und bekommt somit nur 5 von 10 möglichen Punkten. Dafür ist der interne Sound absolut überragend und erhält die volle Punktzahl. Bei der Konnektivität sieht es ähnlich gut aus. Wir haben genug Anschlüsse, wir haben Dual-Band-Wi-Fi, wir haben modernes Bluetooth 5.3, Screenshare, das gibt ebenfalls 10 Punkte. Ja, die Bildqualität ist natürlich der wichtigste Aspekt und hier werden sich die Geister definitiv scheiden. Wenn ihr einen Beamer für Netflix, Dokumentationen oder Marvel-Blockbuster sucht, dann werdet ihr immer mit Blick auf den vergleichsweise günstigen Preis durchaus zufrieden sein. Schaut ihr aber beispielsweise Sport wie Fußball, Tennis oder Eishockey, dann wird euch die leichte Unschärfe, der fehlende Kontrast und das etwas matschige Bild auf jeden Fall negativ auffallen. Ich kann hier in Summe nur 6 von 10 Punkten vergeben. Es ist zudem ein nativer Full HD Beamer. Es steht zwar 4K Unterstützung auf der Packung, aber Full HD Beamer bleibt Full HD Beamer. Er kann kein natives 4K mit eben einer deutlich höheren Pixelanzahl darstellen. Wenn ihr also einen hübschen, günstigen, leisen Full-HD-Beamer mit extrem gutem Sound sucht, dann seid ihr hier genau richtig. Ihr findet auch als Unterstützung für meinen kleinen Kanal den Link zum Beamer und meine persönlichen Empfehlungen in der Infobox unter dem Video. Für 400 Euro gibt es bei Beamern halt nun mal nicht das perfekte Bild und das perfekte Produkt. Da muss man auf jeden Fall schon tiefer in die Tasche greifen. Und falls ihr euch für einen sehr hochwertigen 4K-Beamer interessiert, dann schaut auf jeden Fall gerne bei meinem Verlinkten Review vom Dangbei Mars Pro vorbei. Und nun bin ich wie immer sehr auf eure Einschätzungen gespannt. Ja, was haltet ihr von dem P60 oder welche Beamer in der Preisklasse unter 500 Euro könnt ihr empfehlen? Lasst uns da gerne ja in den Austausch gehen, um eure Erfahrungswerte auch noch in den Ring zu schmeißen. Und wie immer, besten Dank fürs Dabeisein, bleibt gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Marco.